Hallo und herzlich willkommen bei Dub. Mein Name ist Philipp und ich erzähle euch heute etwas über Freelancing und Lenswacking. So, nach diesem geistigen Nervenzusammenbruch erzähle ich euch jetzt was über das eigentliche Thema. Und zwar muss man dafür anfangen mit der Fokusebene. Die Fokusebene ist, wenn der Sensor gerade in der Kamera sitzt, wird die von dem Objektiv gerade auf den Sensor draufgegeben. Das heißt, die Fokusebene ist gerade. Das heißt, ich kann die verschiedenen Objekte, die ich sehe, in verschiedene Fokusebenen einteilen und darauf fokussieren. So, das zur Einleitung. Zur Unterscheidung, Freelancing ist der Begriff in der Fotografie und Lenswacking ist der Begriff in der Videografie, also beim Video. Ich erzähle euch das heute zwar über Freelancing, also in der Fotografie, zeige euch aber meistens, wie man das verstellt mit dem Lenswacking, weil man das damit einfacher zeigen kann, wie sich das verschiebt. Und zwar für diese Technik eignen sich besonders gut alte manuelle Objektive, da sie, wie der Name auch schon sagt, manuell sind. Man kann dann also zum Beispiel die Blende frei einstellen. Ziel des Lenswacking und Freelancing ist es jetzt, diese Fokusebene zu verschieben. Und zwar nicht nur nach vorne und nach hinten, wie es ein ganz normaler Autofokusmotor auch macht, sondern die Ebene zu drehen. Hierfür empfiehlt es sich, die Blende nicht komplett zuzumachen, also nicht komplett Blende 16 oder 22, weil dann alles im Fokus ist, egal wie man die Linse verschiebt. Und auch nicht komplett aufzumachen, weil dann einfach zu viel unscharf ist. Ich benutze jetzt hier für das Beispiel eine Blende von 5,6. So sah das jetzt mit einer geraden Fokusebene aus, aber ihr merkt schon, sobald ich das Objektiv nur leicht von der Kamera wegbewege, ne, so, verschiebt sich die Ebene des Fokus und es ist jetzt nicht mehr gerade auf der Taste, sondern schräg am Klavier. Ich blende das jetzt auch mal gerade ein, was ich jetzt mit schräg am Klavier meine. Was ihr mit diesem Ding auch noch machen könnt, ist nicht, das nicht nur so hin und her zu bewegen, sondern das auch nach oben und nach unten zu bewegen und damit die Perspektiven zu ändern. Das kann man jetzt hier nicht so gut sehen, weil jetzt hier nicht so große Perspektivsprünge drin sind. Für wen sich das allerdings wunderbar anbietet mit diesem nach unten und nach oben schieben, ist für Architekturfotografen, weil damit die Perspektiven bei einem Hochhaus nicht mehr spitz zulaufen, sondern plötzlich gerade sind. Damit wirkt das Gebäude realistisch und nicht überspitzt. Was besonders auch noch für Videoleute sehr interessant sein kann, ist diese Lenswacking-Technik. Ihr habt das vielleicht schon gesehen, wenn ich das so leicht wegmache, kommen so, ja, so Sonneneinstrahlung und Farben mit ins Bild, die man vielleicht gar nicht drin haben möchte. Man kann das aber auch für sich nutzen. Um das machen zu können, schließt ihr einfach die Blende. Ich mache die Blende jetzt auf 22, also wirklich komplett zu. Das Bild ist sehr, sehr dunkel. Und wenn ich das Objektiv jetzt von der Kamera wegbewege, seht ihr schon, es kommen so, ja, wie so Lens-Flares eigentlich ins Bild rein. Wenn ihr jetzt eine Kappe da vorne drauf setzt, die habe ich jetzt für dieses Objektiv nicht, das nehme ich jetzt ein schwarzes Notizbuch. Wenn ihr das davor haltet und dann Licht zu den Seiten reinkommen lasst, dann habt ihr ziemlich coole Effekte. Und genau diese Sachen könnt ihr, wenn ihr einfach schwarz rauskeyt, also wenn ihr schwarz aus dem Bild rausstreicht, könnt ihr das für eure Videoprojekte sehr, sehr gut nutzen, weil ihr einfach Free Lens Flares habt, also gratis Lens Flares im Prinzip habt. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Man kann das wirklich sehr, sehr schwer im Video zeigen, das muss ich zugeben. Aber ihr könnt es einfach mal versuchen, einfach mal alles auf manuell stellen und einfach mal mit den Einstellungen rumspielen und das Objektiv wirklich von der Kamera wegbewegen. Das ist, kann sehr, sehr interessant sein und wie gesagt, für dieses Video, Leute, Lens, Free Lens Flare Ding, ist es auch noch ganz gut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video Daumen hoch. Hier kommt ihr zum letzten Video, zum nächsten Video, wenn es draußen ist. Ihr könnt abonnieren. In der Videobeschreibung findet ihr Links zu Social Media Zeugs und zum Kanal. Und ihr könnt uns abonnieren, habe ich schon gesagt. Und ja, bis nächsten Sonntag. Ciao.